Lol. No Decision, that's actually ziemlich cool, eh? Who's that Pokemon? It's no way for you! Ab zum Friseur mit dir. Ich habe nächste Woche Montag habe ich einen Termin beim Barbier oder Dienstag, glaube ich, ja. Irelia, besser Top oder Mitte? Ich glaube, Toplane ist sie wesentlich besser als Mitte. Aber sie ist Toplane auch schwerer zu spielen als Mitte, weil du sehr viel mehr schwierige Matchups hast. Aber sie profitiert von der langen Toplane, weil sie Matchups härter snowballen kann. Weil in der Mitte ist es, dadurch, dass die Lane so kurz ist, hast du kaum Möglichkeiten zu all-innen und wirklich Kills auf den Gegner zu forcen. Und ihn von Ressourcen zu zonen. Top sind die Matchups schwerer, aber die lange Lane ist einfach zu gut für sie. Das heißt, Toplane ist sie immer besser. Was zahlst du beim Friseur? Ja, 18 Euro oder so, oder 20? Ich glaube, 20 Euro kann das sein. Ich glaube, mittlerweile, der hat irgendwann mal erhöht. Früher hat der so 15 gekostet. Aber ich glaube, mittlerweile sind es 20, glaube ich. Ist Seraphine ein Heilon-Ding? Nicht mehr so wirklich. Nee, ist sehr selten geworden. Seit den Nerfs. Du kannst sie noch mit Senna spielen. Und sie ist immer okay, aber sie ist nicht mehr so stark wie zuvor. Und siehst du dich selber nicht so auf Camille? Nö. Wir spielen gegen Ornn auf der Toplane. Ist Fiora gut gegen Ornn? Ich glaube, das Matchup ist gar nicht so einfach. Lass uns Rumble spielen, oder? Schön hart die Lane gewinnen und dann reinrotieren nachher. Ich habe längere Haare als meine Freundin und zahle für Haare, Bart 25 Euro. Sie lässt sich Spitzen schneiden und zahlt 40. Ist das gerecht? Ich glaube schon. Warum ist der Friseur für Frauen eigentlich so viel teurer? Das habe ich mich immer schon gefragt. Sind die Haare einfach so viel pflegeintensiver? Die langen Haare? Oder wie ist das? Die Pflegeprodukte sind so teuer, okay. Wird die Challenge schon gestern beendet? Ich habe heute gefragt. Heute haben sie leider keine Zeit. Also ich glaube, das war es einfach. Weil Frauen bereit sind, das zu zahlen, Männer nicht. Aber so funktioniert das doch nicht, oder? Oder doch? Funktioniert das so? Das klingt ja vogelwild. Also wenn man sich die Games anschaut, dann wir spielen halt wirklich, oder? Lass mal, gucken. Was ist das für ein MMR-Average hier? Der durchschnittliche Elo, das ist halt über 100 LP Master schon, ne? Über 100 LP Master ist die MMR. Das ist so verrückt. So ein 20er Winning-Streak macht schon was her, ja. Was hat das mit dieser Elo-Inflation auf sich, von der so viele reden? Ja, es ist den Leuten aufgefallen, also das war jetzt vor dieser Season so. Ich weiß nicht, ob es diese Season mit Emerald-Einführung genauso ist. Aber vor dieser Season ist den Leuten aufgefallen, dass Riot Schritt für Schritt von Season zu Season verändert hat, wie wie die Verteilung der Spieler aussieht. Das heißt, also jetzt einfach als Beispiel, das sind nicht die korrekten Zahlen, aber in einer Season war 1% der Spielerbasis Diamond, in der nächsten Season waren es 2% der Spielerbasis. In der nächsten Season waren es 3% der Spielerbasis. In der nächsten Season waren es 4% der Spielerbasis. Und das sorgt praktisch dafür, für ein künstliches Gefühl des Besserwerdens. Ne, weil wie Ranked funktioniert, ist ja, dass du dich praktisch in Abhängigkeit der anderen Spieler misst. Das heißt, du bist ja dann nicht besser, wenn du Diamond bist und davor warst du Platin. Wenn du praktisch... das gewinne ich, oder? Wenn du dann praktisch aber nur prozentual bist du dann halt niedriger. Ne? Und das ist den Leuten aufgefallen, dass praktisch Riot künstlich erzeugt, dass du das Gefühl hast, besser zu werden. Was ja auch Sinn macht, ne? Weil natürlich, wenn du das Gefühl hast, du wirst besser, wenn deine LP ansteigt. Ich glaube nicht, dass ich da flashen sollte, ne? Das war dumm von mir, der Tod. Dann wirst du halt mehr und ausdauernder und weiterhin spielen. Und das ist halt, genau. Das bedeutet, es gibt eine Inflation der LP, weil einfach immer mehr Leute höhere Ränge erreichen, obwohl sie nicht besser werden im Vergleich zur Spielerbasis. Das ist eine Verschwörung, oder? Nee, das ist, also du kannst ja einfach die Statistik, kannst du einfach anschauen, das ist tatsächlich so. Ich meine, Riot kann das ja steuern über LP-Gains. Das machen wohl relativ viele Videospiele, machen das, ja. Das macht wohl nicht nur League, sondern relativ viele Spieler, weil du halt einfach deine Spielerbasis besser an dich binden kannst. Ja, ja, also das macht nicht nur League, das ist so komplett normal, dass du so ein... Das ist genauso, warum es in vielen so... Wie nennt man das? In vielen so Games wie WoW und so, dass es diesen Power Creep gibt, dass immer alles stärker wird. Das ist auch, das hat auch was damit zu tun, die Leute halt zu binden. Weil es immer neue Stärke, neue Chase-Items.
Und Counter-Strike hat das Gegenteil gemacht. Ja, Counter-Strike 2 hasst aber auch seine Spielerbasis. Also die haben, das kann keine Ahnung. Also Counter-Strike 2 hat richtig reingeschissen, ja. Und jetzt gibt's so Leute, die posten ganz stolz, wie hoch die Player-Peaks sind. Und dann gibt's halt Leute, die Tausende und Abertausende von Bot-Lobbys posten drunter. Weil halt einfach das ganze Spiel komplett überflutet ist von solchen Bots, die Kisten farmen. Und Valve nichts dagegen tut. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Game. Ich spiele das sehr gerne, CS2, aber die haben echt richtig Kacke gebaut mit CS2 statt CSGO. Ey, ihr müsst euch das mal vorstellen. Es gab einen Bug bei CSGO, wo du mit einer Line, die du in die Konsole geschrieben hast, dafür sorgen konntest, dass du ein Map-Pack hast. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, jeder, der praktisch diese eine Line da reingeschrieben hat, hatte ein Map-Pack. Das war in der Beta. Nee, das war vor 2 Tagen, war das. Hättest du den Lee nicht killen können? Ich glaube, der one-hittet mich einfach mit Kick into Q, ehrlicherweise. Ich glaube, der one-hittet mich da. Hört, dass der Lee Toplane side-wasted in einem Tank-Matchup? Kann auch meine Botlane ganz unbefreit spielen und alles so gut, was wir hier machen, Leute. Das ist so fucking clean. Du kannst eigentlich casual reden, während du outbearst. Viel Übung ist das. Das ist tatsächlich, also am Anfang konnte ich das gar nicht beim Streamen, da war ich komplett überfordert. Aber mittlerweile, nach ein bisschen Training, ist das, also, keine Ahnung, das fühlt sich einfach alles sehr natürlich an. Würdest du das Matchup Rumble Illaoi einschätzen? Ich glaube, Rumble gewinnt gegen fast alle Melee-Champs im Game. Ich glaube, Rumble ist sehr, ich meine, bei Illaoi ist aber in fast jedem Matchup ist immer dasselbe. Lässt du dich von dem E treffen, verlierst du. Lässt du dich nicht vom E treffen, gewinnst du. Das ist halt Illaoi, ne? Das ist immer derselbe Scheiß. Von Riftmaker Bond, ich glaube schon, ja. Das ist nicht so bad gegen Kings. Ist er gerade reingegangen? Bro. Nö. Jodet. Ich vielleicht einfach für Kryptblumen hier? Was meint der? Eine kleine Kryptblume bauen? Ist gut für unsere Sideline und allgemein haben wir sehr viel Magic. Oh, das schreibt doch einer in den Chat, ja. Ich glaube, das ist am besten, ja. Dann können wir später hieraus irgendwie Storm Surge oder sowas vielleicht noch bauen. Schreiben auch schon Leute im Chat, ja. Ich glaube, ihr habt recht. Kryptblume ist gut hier early. Warum Ignite wäre nicht Top oder Ghost Gold technisch besser? Ja, Ignite ist sehr krass auf Rumble zusammen mit Nimbus Cloak, wenn du Lane Domination möchtest. Das ist einfach, das gibt ja unfassbar viel Kill Pressure. Das wird sogar teilweise im Pro-Play gebaut, weil das so potent ist. Und wenn im Pro-Play Ignite, also, du kannst halt, du willst halt auf Rumble unbedingt deine Lane gewinnen. Das ist halt super, super essentiell, dass du die Lane gewinnst. Warum nicht Kryptoblumen? Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich die bitte nicht mehr Kryptoblumen nennen soll, weil das offensive ist für die Krypto-Community. Also, Grüße gehen raus an meine Krypto-Bros da draußen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte natürlich in keinem Fall lustig machen mich über Krypto-Coins. Entschuldigt bitte, dass ich das Item nicht Kryptblumen, sondern Krypto-Blumen genannt habe. Du kennst ja nicht die neue Krypto-Community. Ja, auch bei mir sind Krypto... Ich meine, Krypto-Bros, also in der Regel ist ja an denen nichts falsch, da war nur einer, der sich beschwert hat. Jetzt sage ich halt Krypto-Blumen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ernst war. Ich glaube, das war eigentlich mehr... Also ich glaube, das war keine ernst gemeinte Message. Aber hey, ich nehme mir das zu Herzen. Die Novae-Coin kommt die in 3 Tagen. Ja, so wie es aktuell aussieht, brauchen wir die Novae-Coin. Ansonsten wird es schwierig mit der Finanzierung von NNO, ja, er kriegt ordentlich Damage aus seiner Passiven raus, muss man sagen. Lee Strong, das stimmt, ne? Die haben Strongside Orn gespielt und ich bin einfach 6-1. Lord. No Distance, das ist actually ziemlich cool, ne? Hat der gerade gesagt, ich bin besser als Tolkien? Problem, Tolkien? Ja, so schnell kann's gehen, ne? Erst wird man Caster und dann wird man in der Solo-Queue in Master disrespected.
Jetzt die glauben, die Windrage ist zu hoch. Die glauben jetzt nicht mal mehr, ich kann Tolkien sein, ne? Ich habe kein Krypto, ne. Ich hatte mir mal überlegt, Bitcoin zu kaufen. Rückblickend wäre das wahrscheinlich eine gute Investition gewesen. Aber ich verstehe Krypto nicht ganz. Und da war halt so viel Shadiness unterwegs. Oder ist immer noch unterwegs auch. Deswegen habe ich mich da immer rausgehalten. Ich habe mal 2015 gemeint, einen Monat im Pool 10 Bitcoin. Mein Glückwunsch. Sind das irgendwie 600.000 Euro? Das ist schon krass, ne? Für manche Leute hat das wirklich das Leben verändert. Ich meine, es gibt natürlich mehr Verlierer als Gewinner, aber also für manche Leute hat das wirklich ihr ganzes Leben verändert. Ich kenne auch jemanden, der mit mir zusammen auf der Schule war. Der hat auch eine kleine Krypto-Position gehabt und der kann sich jetzt einfach mit... Der ist ein bisschen jünger als ich, ne? Der ist Ende 20, aber der kann sich es einfach leisten, jetzt nicht mehr arbeiten zu gehen. Oder sehr reduziert arbeiten zu gehen. Das ist schon krass, ne? Nvidia habe ich gekauft, ja klar. Gut. Das konnte ja jeder sehen, ne? Die haben, glaube ich, auch, keine Ahnung, wie viel Prozent die haben, aber die haben ein paar hundert Prozent mal. Das ist ein guter Kauf gewesen, die Nvidia-Aktie. Man hat also nicht mehr arbeiten, das ist ja dann wirklich sehr viel Geld. Naja, gut, ne, der, also der ist. Wie soll man das nennen? Der ist immer schon so ein bisschen ein Freigeist gewesen, wisst ihr? Der ist nach dem Abi, ist der erstmal auf so eine Weltreise, aber ohne Geld zu haben gegangen. Das heißt, der ist praktisch um die Welt gereist. Der war in Australien und in Peru. Und der hat praktisch vor Ort dann immer gearbeitet. Work and travel mäßig so. Der war in Peru, war der in so einem Reservoir für Tiere, war er da. Und hat sich dann ehrenamtlich so um Affen und so gekümmert. Ich glaube Affen, weiß nicht mehr genau. Mir zahlt die Reise, die hat er gezahlt. Einfach super günstig gelebt. Halt Jugendherbergen und Co. Manchmal auch im freien Nachthimmel geschlafen. Und ansonsten halt einfach gearbeitet. Er hat sich das alles selber finanziert. Kein Cent von seinen Eltern bekommen. Vielleicht hat er ein bisschen was von seinen Eltern. Vielleicht hat er ein bisschen was von seinen Eltern. Entschuldigt. What is your main Elo, Mr. Rumble? Bring mich rein, Seraphin. Okay, YouTube Play incoming. Let's fucking go, Leute. Okay. Krass, krasse Montage-Ult. Single-Man-Ult auf den gegnerischen Full-Tank-Orn. Stark. Bro, oh, hit auf den Turret. Einen Hit, Candy Panda. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der hätte da easy 4 Hits machen können. Muss das wirklich sein? Der hätte da 4-mal hitten können mit dem Raketenwerfer. Er geht einfach weg. Ist das ein Troll, ey. Schauen wir da. Oh, das erinnert mich an gestern mit Brücke und Tristana, ey. Will doch nicht aufhören, mit dir zu spielen. Candy Panda, du gehst jetzt da rein und hittest den Nexus. Das hätte er mal vor You, hättest du das schon absehen können, du... Noch ein Fragezeichen für die Seraphin, Latian. Oh mein Gott, wenn wir das jetzt noch verlieren, okay, die Panda, dann lässt mich aber kennen. Okay, Insekt am Start, naja, you bezahlt hoffentlich. So, jetzt der Panther für Candy Panda, komm, geh rein. Geh rein. Hit doch die Lulu. Willst du mich flachsen? Das ist sogar ein deutscher Zuschauer mit dem absoluten Super-Disrespect an Tolkien. Holy shit. Der absolute Giga-Disrespect. Ja, nimm mein Honor, Candy Panda. Jetzt wieder ein paar Midlane-Games, um die gute Laune wieder loszuwerden? Komm, lass uns wieder keinen Spaß haben und Mitte spielen.